hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu... Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Ja, liebe Leute, und damit geht's heute weiter mit der nächsten Mission, die heißt Ich mag Züge. Ja, wir müssen den Hauptbahnhof in den Streckennetz einbinden und das machen wir heute. Verbindeschaft Vetterfield, Steinig und Hauptbahnhof in mindestens eine Route, eine Zeittag mit Hauptbahnhof Agricultural Zone und Industrial Zone, das kriege ich auch relativ zügig hin. Auf einer Route zu Hauptbahnhof Schwagau, Siegwalden und Oakville, auch das ist kein Problem. Und den nächsten Zeittag zwischen Hauptbahnhof Schwagau und Spokes. Gehen wir also, bauen wir uns quasi das Ding jetzt ein bisschen auseinander und fangen damit erstmal an. Wir müssen 4 Routen erstellen. Ja, und das machen wir heute. So, also fangen wir an. Schaffetterfield. Warte mal, ich muss gerade gucken. Hier ist Schaffetterfield. Dr. Julius Matchner Straße. Gut, dann. Da ist der Hauptbahnhof. Okay, das hätte ich jetzt. Es geht jetzt schnell. Schaffetterfield, Steinig. Oder heißt die Haltestelle so? Dr. Julius Hauptbahnhof. Oder? Orville. Zentrum. Ne, das ist eigentlich so. Das ist der Hauptbahnhof, ne? Das ist die Haltestelle da oben. Dr. Julius Matchner Straße. Dann nehmen wir die mit rein. Hauptbahnhof. Und jetzt brauchen wir noch. Steinig. Wenn ich es richtig gesehen habe. Steinig wäre hier unten. No. Steinegg, West. Schaffetterfield, Steinegg und Hauptbahnhof. Änderung übernehmen. Erste Aufgabe gelöst. Zweite Aufgabe. Alter, ein Zeittag auf der Route zwischen Hauptbahnhof, Agricultural Zone und Industrial Zone. Dementsprechend brauchen wir jetzt nicht die... Ach, Katze. Jetzt entscheide sich bitte... Das So, mal kurz die Katze wegschicken. Ich brauche jetzt gerade ein bisschen Konzentration hier. Also, Zuckerfabrik. Also noch einmal. Hauptbahnhof. Ich schaffe Stufe 3, okay. Dr. Julius Matchner. Nee, warte mal. Runterstellen. Hier ist der Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, Agricultural Zone und. In das Zwill Zone. Dann nehmen wir eine Haltestelle lieber noch. Nehmen wir die Zuckerfabrik mit rein. Hauptbahnhof Zuckerfabrik. Und dann haben wir die Cultural Zone und die Industrial Zone ist hier unten. Bootsbauergasse. Nehmen wir die Bootsbauergasse. Booskorb. Lagerhalle. So, dann nehmen wir die die Route hier rein. Das ist ja die. Dann brauchen wir noch einen Zeittag. Wir bauen eine Route. Hauptbahnhof. Schubergau und Siegwald und Oakville. Hauptbahnhof. Arbeitergasse. Warte mal. Schienenlegerstraße. Nehmen wir die Schienenlegerstraße. Da brauchen wir Siegwalden. Lido. Und nach Oakville. Oakville. Zentrum. Oakstraße. Bam. So, warte mal. Wir benennen das ganze Ding jetzt mal gerade. Das ist ja die Aufgabe hier. Schaffettefeld, Saus, Steinig. So, wir nehmen wir das Kind mal, wie es gerade ist. So, Schaffetterfield.
Hieß der Kulturstation East. Okay, nee, dann. Das ganze Ding hier heißt. So. Das müssen wir so benennen, wie es ist. Hauptbahnhof. Showgrounds. Ja. Grounds. Showgrounds. Ist egal, ob es Kleinschreibung ist oder so. Siegwaldenopel. Dem und Opel. Ok. Will. Na? Bam. Anwenden. Änderung übernehmen. So. Das ist ja die drei. Die. Das müsste jetzt. Oh, ich hasse dieser. Warte mal. Ich hätte es vorher nehmen sollen. Jetzt aber nicht tragisch. Wir bauen jetzt einen Zahltag zwischen Hauptbahnhof Schummergorns und Spoke. Also. Hauptbahnhof, Showgrounds. Ja, glaube ich doch. Ist egal, wir haben hier eh noch eine Haltestelle. Showgrounds und nehmen wir die Spokes mit dabei. Jo. So. Gut, dann haben wir zumindest diese Aufgaben gelöst. Wir haben die Routen erstellt. Wir fangen jetzt damit an, die Zahltage zu kriegen. So, okay. Das irritiert mich gerade, dieses Nord da unten drunter. So, dann versuchen wir hier einen Zahltag reinzukriegen. Wir planen dort einen Bus. Wir haben leider kein Geld, das ist das Problem momentan. Ist aber auch nicht tragisch. Wir fahren das ganze Ding jetzt mit dem Bus. Wir hüpfen rüber zum Hauptbahnhof und gehen den ersten Teil dieser Mission an. Ja. So, also. Schubergrund, Sigurd, den nehmen wir mit. Da ist er schon. Moin. Hallo. Bleib mal bitte hier. Dass Oh, ich hallo den. Chef. Ja, Hast du ich die war. Fahrkarten kontrolliert? Nein, ich war selber. So. So, wir nehmen es mit. Wir brauchen ja hier den Zahltag. Hier steht keiner. Ist da. Ach so, da war noch einer, der ein paar Leute, die ausstellen wollten. Ich dachte mir. Wollt ihr es vielleicht auch? Wollt ihr es euch ausstellen? So, gut. Tür ist zu. Weiter geht die Reise. Wir fahren nicht, brauchen ja nicht viele Haltestellen. Das ist ja lecker, das ist ja nicht wurscht, welche. Eigentlich sind die Missionen relativ easy. Wir müssen es nur ein bisschen verstehen. Moin. So, nächste Haltestelle ist die Zuckerfabrik. Das ist ja das. Genau. Ich hoffe, das ist jetzt richtig auseinanderfriemel. Und ja, ich habe den Fußgänger gesehen. Ist mir aber gerade egal. Also zumindest am Anfang tut es ja noch extrem weh. Da denke ich mir. So. Okay.
So, nächster Halt, wie gesagt. Es sind eh nicht viele alte Stellen, es sind nämlich nur die sind nur vier insgesamt. Ha? So. So, dann fahren wir die kurz eben an. Jetzt fahren wir einmal rum. Hilfe, wo sind auf einmal die Leute? So, kurz mal hier auf die Bremse gehen, damit das hier nicht eskaliert. Damit wir nicht gerade alles miteinander schieben. Jetzt einen kleinen Moment, genau, jetzt geht's weiter. Aber verpassen nicht, dass wir da, dass das irgendwie ein bisschen die Haltestelle. Wenn wir hier einen Zahltag auf der Route haben, dann haben wir es ja schon erledigt. Also wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur Zahltage. Also auf den kommenden Routen. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen die Route der Stellen. Das sind meistens immer vier Haltestellen. Das ist ja relativ easy erklärt alles. Und dann ist das nicht das große Problem. So. Erster Zahltag erledigt. Zack. Nur hin, bitte. Da wäre sogar die Route falsch, aber ist egal. Alles gut. Danke. So. Seniorenticket einfach verkackt. Ich fahre die jetzt auch zu Ende und dann setzen wir die um. Gehört, die in die Stadt kommt. So, dann fahren wir hier rechts. Und wir fahren zur Bootsbauer Gasse. Der Fahrgast muss aussteigen. Kann immer mitkommen. Das gibt jetzt wieder ein bisschen was in Richtung Zahltag. Wir brauchen jetzt eigentlich mehr oder weniger noch zwei Zeittage, dann haben wir die Aufgabe schon erledigt. Dann ist die Aufgabe nicht schwer zu verstehen. Wir haben den ersten Teil der Mission schon erfüllt. Den ersten Zeittag haben wir schon auf der Route. Wie gesagt, ich versuche jedes Mal das Panorama von den Bergen in der Nähe von Sonnstein. Okay. Ich versuche die Aufgaben immer pro Folge
euch einzubauen. Ja, wenn jetzt mal ein bisschen Moment, kleinen Moment mal warten würde, sich mal bewegen würde. Fahren wir da durch. Da hinten ist nämlich. Ja, das ist die 3, genau. So, dann geht es jetzt hier rechts. Dann geht's, wie gesagt, zur Putzbaugasse. Da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Dann auch die Bostkorb-Lagerhalle und dann haben wir es schon erledigt. Wie gesagt, das ist, ziemlich, ist der Teil eigentlich gar nicht so schwer. Die anderen beiden sind eigentlich quasi mehr oder weniger genauso. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Ihr habt genau gesehen, wie ich die Mission gemacht habe. Ihr fahrt, ihr holt die Zeitlage dafür und zack, habt ihr die Mission erledigt. Wie gesagt, wir fahren dann natürlich immer wieder zu Ende. Das ist nicht schwer. Brauche nicht allzu lange. Klar geht die Folge dann ein bisschen was länger, aber ich, wie gesagt, versuche mal eine Mission pro Folge reinzupacken. Ein bisschen aufpassen, dass wenn ich hier in den Verkehr crashen. Das hier ist die Brutbauergasse. Wiedersehen. Da holt er mir den Zeitpaket wieder raus. Hallo. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich hatte jetzt ein bisschen gewartet, aber gehofft, dass er mir den noch nicht machen. Aber ihr seht ja, es geht schnell. Ist mir gerade egal. Oh ja, das ist mir nicht egal. Ist es wirklich so laut? Ja, ist es. So. Das kommt. Lagerhalle. Die muss hier direkt um die Ecke sein, sonst würden sie nicht schon drücken. Normalerweise drücken die mal so ein paar Meter vor den Haltestellen. Und ich muss hier gleich mal ganz kurz. Das war zu früh. Ich muss jetzt gleich mal ganz kurz die Mission unterbrechen, weil ich noch was erledigen muss, ganz kurz. Für euch geht es dann quasi nahtlos weiter, nicht für mich. Ich habe gestern gerade so meine Hausaufgaben fertig bekommen. Aber wie gesagt, eigentlich ist die Mission selbsterklärend. Ihr fahrt halt diese Routen, die ich euch eingangs der Folge erstellt habe. Und ja, dann. Ist es eigentlich recht easy zu machen. Da ist die Lagerhalle. Bitte alle aussteigen. Erledigt. So, ich mache hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. So, ich bin wieder da. Zeittag Nummer 1 habe ich euch gezeigt. Haben wir. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Siegwalden, Oakville, etc. Das ist kein Problem. Was ist das hier? Schafetterfield, North, Schubbergrounds und Alster Parks, Spokes. Gut, das ist das letzte hier. Hauptbahnhof, Schubbergrounds, Siegwalden, Oakville. Gut, dann hüpfen wir darüber. Wir gehen zum Hauptbahnhof zurück. So, wir hüpfen mal kurz rüber zum Hauptbahnhof und fahren Route Nummer 4. Ne, die nächste Route, Entschuldigung. Aber wir müssen den nächsten. Hauptbahnhof.
So, ich muss mal kurz das umbauen. Vollzeitfahrzeug. Nehmen wir den hier. So. Genau, jetzt fahren. Bam. So, fahren wir jetzt. Achso, da vorne stehen die Fahrgäste. Holen wir zum nächsten Zeittag. Das, was ich euch auch zeigen wollte. So. Zeige ich euch jetzt gleich, wie es funktioniert. Wie gesagt, die Stühle am Router haben wir ja erstellt. Ich muss mal jemanden hauen. Ich auch nicht. Diese neuen E-Busse sind so leise. Das ist nicht mein E-Bus, das ist ein Deal, was wir haben. Egal. So, nächste Haltestelle ist dann die Schienenlegerstraße. Ich habe das ganze Wochenende nicht geschlafen. Ich hätte lernen sollen, statt fernzusehen. Tja, manchmal sogar besser. Aber egal. Gut, wie gesagt, Schienenlegerstraße. Und dann fahren wir noch einmal eine Route. Und dann hätten wir die Aufgabe schon gelöst. Ich mag Züge. Eigentlich eine relativ einfache Mission. Ja. Es ist wirklich einfach. Es sind einfach 4 Routen zu erstellen. Eine brauchen wir zum Erstellen und eine brauchen wir nur zum. Und 3 brauchen wir für die Zahltage und dann ist es Pipifax. Ich habe mal gesehen, dass einige in der Gruppe damit ein bisschen Probleme haben mit dieser Mission. Ich verstehe nicht. Ups. Ja, ist es rein. Wie gesagt, ist es rein einfach. Zumindest die Anfangsmission. Das ist jetzt, glaube ich, Mission Nummer 5 oder 6, glaube ich. 5, glaube ich, ist es. War das ein Geist? Eigentlich sind die Missionen immer die genug, wenn man sie versteht. Wenn man sie rafft, sind sie eigentlich relativ einfach zu, lösen. Bin unterwegs. Ich hab sie. Weißt schon. So. So, kriegen wir schon den Zahltag? Ich glaube noch nicht, ne? Es wird doch zu früh sein. Wahrscheinlich auf der nächsten Mission. Also, eigentlich ist es. Ja, einfach ist es nicht. Ich weiß es nicht. Warum auch immer alle meine Fahrgäste jetzt gerade auf die Idee kommen, hinten einzusteigen. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Ich muss den nächsten Mal kurz hauen. Schade, dass ich keine Fahrgäste rausschmeißen kann. Geh weg. Das sollten sie definitiv noch mit einführen in diesen Bus-Simulator Reaktionen auf bestimmte Aktionen von Fahrgästen. Wie hier zum Beispiel den zweiten, der mir jetzt die Tür blockiert. Diese Route hat 4 Haltestellen. Ich habe den zweiten Blockierer. Einen Mann überredet, zur Insel von Winter der Leidenschaft zu fliegen. Ich war so froh, als er endlich zugestimmt hat. So, gut. Nächste Mission. Wir brauchen dringend mal noch einen dritten Bus. Würde ich so sagen, 2, 3 Busse brauchen wir noch. Jetzt fangen wir nicht an, hier das Spiel zu crashen. So. Ihr Unternehmen könnte vom Aktienmarkt wirklich profitieren. Ich meine, Sie investieren eine kleine Summe, wie mir auch eine große. Und wenn Sie sie gut anlegen, so wie ich Ihnen raten würde, wird Ihr Unternehmen Gewinne ein. Sie machen sich ja schon Gewinn. Aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn Ihr heutiges Investment aufgeht? Ich investiere, um zu investieren. Ist eine Art Hobby. Schon mal daran gedacht, in Aktien zu investieren? So, bist du jetzt fertig? Ich habe heute sowieso ein bisschen was vor. Ich habe jetzt heute mit dem Bus-Simulator. Schneide ich jetzt ein paar Folgen an, dass ich das ein bisschen habe, Richtung Wochenende rein. Ich habe eh Wochenende stoppfrei, ich werde halt viel zocken, klar, aufnehmen, etc. Dann habe ich mich wieder mit ein paar Leuten zum Rainbow zocken. Da kommen dann auch die Tage wieder neue Folgen. Oder vielleicht laufen sie auch schon, wenn die Folge hier rauskommt, ich komme leider nicht. Dann gibt es heute Abend noch mit Gofix weiter. Aufgabe Nummer 2 geschafft. Hi. Eine verdammt
bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Da, viel warten Sie nicht. Und da findest du noch eine Mission. Und dann hätten wir die Aufgabe, ich mag Züge, abgeschlossen. So, lässt mich jetzt rein? Nein, lässt er nicht. Aber der dahinter. So. Lass mich durch. Eigentlich hast du Vorfahrt, aber danke schön fürs Fahrtgewehren. Ja, die Hochstraße ist die nächste und dann hüpfen wir uns überhaupt mal noch wieder zurück. Weil dann geht es nämlich schon wieder weiter mit der nächsten Mission. Mit der nächsten Aufgabe dieser Mission. Und dann hätten wir sie alle. Ja, hallo? Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf. Sind meine. Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen. Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Arschtritt kannst du kurz los haben. Die kriegst du sogar von mir. Letzte Haltestelle ist da hinten. Und dann, wie gesagt, hüpfen wir noch mal zum Hauptbahnhof. Dann geht's wieder in der Fahrplanung. Ich verplan mal kurz den Bus auf der letzten Route. Das ist jetzt die letzte Haltestelle. So, naja. So, da haben wir das auch erledigt. Alle aussteigen. So, ich muss mal ganz kurz den Bus verplanen auf die letzte Route hier. Wir hüpfen ganz kurz rüber zum Hauptbahnhof. Der ist hier Schafettenfield. Schafetterfield, so rum. Schnellreise. Und dann gehen wir die Route Nummer 8 an. Die ist hier. So. Lass mich raten, die Fahrgäste stehen natürlich auf der anderen Seite. Natürlich. Ist aber auch nicht tragisch. So, und hier brauchen wir ebenfalls noch einen Zahltag und dann ist die Mission schon abgeschlossen. Die Stelle kann ausgebaut werden, machen wir das doch glatt. Ich weiß, wie oft wir noch brauchen. Gut, keine Befahrkarten. Geht's jetzt zur Arbeiterkasse. Das heißt hier links. Ach, diese Route hat wie gesagt nur 4 Haltestellen. Und dann ist es ja zügig erledigt. So, hab ich schon mal jemanden gehabt, der mich gefragt hat, auf welcher Konsole ich spiele oder worauf ich spiele. Ich spiele übrigens auf der PlayStation 4. Weil A, habe ich momentan noch nicht das Geld für die 5. Und B, habe ich mit der 4 relativ gut klar. Also warum irgendwas laufen, was läuft, ändern. Was ich jetzt persönlich ein bisschen schade finde, ist das neue Need for Speed, das jetzt rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Dass ich das nicht spielen kann, weil das ist nur auf der PS5 zu erhalten. Inzwischen kann ich euch das leider nicht zeigen. Ich hätte es gerne gemacht. Aber ist halt so. Nicht änderbar.
wird das sein. Alles erst Need for Speeds, was ich nicht spiele. So, die nächste Haltestelle ist die Arbeitergasse hier vorne. Das ist die. Die Haltestelle, die hier vorne auf der Route ist. So, Limit da reinsetzen, damit wir nicht irgendwie bloß. Oh, ein Rollstuhlfahrer. Dann haben wir schon fast den Alltag. Und dann haben wir es durch. Also, wie gesagt, wir werden die auf jeden Fall in einem Rutsch schaffen. Ich gehe hier raus. Ich habe keine Bock. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, einfach die falsche Taste hier. So, Seniorenticket, Tageskarte. So, Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Du bezahlst sogar passend. Perfekt. Ab rein, Tür und zu, weiter geht's. So, Festspeicher. Oder auf Englisch, spoke, West spoke. Also wenn ihr irgendwo was liest, wie ich das jetzt paar Mal in dem Text hatte mit Spokes, dann muss ich jetzt mal überlegen, Moment, was ist das genau? Das sind immer diese Speichen. Und ZOB, wenn es eine Mission gibt, ZOB, das ist der Hauptbahnhof, den findet ihr in Schafettenfield, und zwar oben rechts. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Oder ist das? Ne, Hauptbahnhof ist was anderes, ne? ZOB ist, glaube ich, noch eine andere Haltestelle, aber ich weiß nicht, wie gesagt. So, bloß nicht blitzen lassen. Aber kriegen wir ZOB noch dazu? Ich glaube nicht. Ich glaube, das müsste eigentlich alles. Müsste wieder dasselbe sein. So, jetzt kommen natürlich nur die beiden Speicher an. Die sind ja beide direkt hintereinander, die Haltestellen. Das ist das Gute. Wie gesagt, nächste Haltestelle haben wir die Aufgabe erledigt. Und dann ist es eigentlich gut geschmacht. Gut erledigt. Stehen, dann ist es durch. Also wir sprechen, die hat jetzt ungefähr 6 Minuten, da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Auch wenn wir außerplanmäßig sind, angeblich. Egal. Zählt trotzdem. Wir kleiden gerade mit über 60 nicht so, jetzt können wir wieder anziehen. Jetzt geht es hier fast. Da vorne ist ein Kreisverkehr, da müssen wir drehen. Geradeaus durch. Ich erinnere mich so ein bisschen dunkel dran an diesen Kreis, an diese Kreisverkehre. Vielleicht können wir uns gleich einen neuen Bus noch leisten zusätzlich. Okay. Genau, ich erinnere mich an diese Ecke hier. Ich erinnere mich an diese Ecke hier. Vom 2018er Bus Simulator, den wir ja nur angezockt haben, den wir ja nie komplett durchgezogen haben. Und deswegen finde ich es auch persönlich gut, dass wir die Karte hier in diese Map nochmal mit rein integriert haben, in das Spiel mit rein integriert haben, dass wir es tatsächlich komplett einmal angehen können. Dann haben wir nicht beide Stadtteile drin im Let's Play. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. So, next stop. West Spoke, oder West Speicher auf Deutsch. Aufgabe erledigt. Ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause.
bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meyerheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von... So, die nächste Aufgabe ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Die nächste Mission, die wir dann in der nächsten Folge angehen, die heißt dann zur See. Ich frage kurz die Haltestelle noch an, um eine Vollständigkeit halber. Und dann zeige ich euch in der nächsten Folge die Mission zur See. Hast du das Zentrum von Sonnstein in der neuen Vorschau für Winter der Leidenschaft erkannt? So. Erledigt. War kein großes Problem eigentlich, diese Mission durchzuziehen, oder? Würde ich sagen. Gut. Ja, Rampe rein. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Mission zur See. Das ist eigentlich auch relativ einfach zu geschaffen. Verbindung auf Fernweg Harbor und Astrofrag mit mindestens zwei Routen. Zwei verschiedene einfach. Gut ist. Ja, sorry. Eine Zeitung auf einer Route zwischen Siegwalden, Oakwell und Harbor. Das ist auch nicht das große Problem. Forrester Harbor auf 2 und dann schon eine Route mit mindestens 10 Haltestellen. Also, kriegen wir hin, würde ich sagen. Machen wir dann. Bis dahin und tschüss.